So, liebe Leute, da sind wir wieder bei Rust. Und wenn wir von Rust sprechen und wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, worauf der Fox und ich es abgesehen haben. Ja, ich suche gerade ein richtiges Fenster, dass ich euch das zeigen kann. Hier hinten, da ganz da. Hier seht ihr das, da wo mein Stein die Spitze ist. Da werden wir hingehen. Und da werden wir dann jemanden einen Besuch abstatten. Ja, und derjenige weiß noch nicht von seinem Glück. Ach so, wir hätten die Stonehenge reingepackt. Komm, ey, die können wir doch mit versenken. Ich pack mal den Schlüssel darüber in die Truhe. Dann, ich nehme mal das ganze Metal-Ohr und leg's hier in den Ofen rein. Nein, ich hab doch hier jetzt 2050 Metal-Ohr bekommen. Ach so, ich hatte verstanden, dass das da, also. Ja. Du musst dann nur noch ein bisschen Holz nachlegen. Jetzt, ja, kein Problem. Warte, ich muss erstmal noch die Kiste platzieren. So, und dann werde ich mir nämlich gleich einmal töten gehen müssen, aber dafür wollen wir unsere Sachen ganz kurz wegpacken, weil wir nämlich am Verhungern sind. Nein? Okay, ich bin aber ich nicht am Verhungern. Und da ich das war hier schon mitgeteilt bekommen haben, bitte nicht das Menschenfleisch essen. Ja, ich könnte zwar Menschenfleisch gebrauchen, aber ja. Ach, was mache ich denn da hier? Wo hast du es denn jetzt reingemacht? Ach, da rechts hast du es reingemacht, okay. Cool, es gibt Torches. Ja. Auch cool. Ignite Furnace. So. Jetzt muss ich erstmal alle meine Sachen reinpacken. Oh mein Gott. Ja, ich kann dir keine Kisten mehr machen. Hilfe! Oh, verdammt, ey. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich brauche noch 3 Plätze. Wieso, was brauchst du dann? Für... Also ich, leg mir hier noch mein Low-Grade-Fuel rein und ich hab 30 Bone-Fragments. Was brauche ich für ein Messer? 60. Dann werde ich die auch mal aufheben. Und ich habe 2000 Steine. Weiß jemand, was man damit anfangen kann? Furnace bauen. So, warte mal, ich mach's mal anders. Ha! Hier, komm, nimm mal das Messer. Nimm mal den Hammer. Warte mal ganz kurz. Alles irgendwo vor dir. Warte mal. Räum nur kurz das Sulfur noch weg, was ich hab. Liegen, aber irgendwie ist es verschwunden. Liegt hier mit Sicherheit irgendwo in der Kiste drin jetzt. Och, Mist. Ja, nein, dass das in die Kiste reingepackt ist, der Sack. Ach, hier ist er. Ich hab ihn. Okay, hängt in der Luft. Hinter dir. Hast du beide Sachen? So. Gut, dann. Da war jetzt ein Hammer und ein Messer drin. Ich bin nackt, töte mich, komm. Ja. Lust. Du bist eine kleine Bitch. Ja, ich darf den nackten Droh töten. Stirb, stirb, stirb. Und dann kannst du jetzt sogar auf mich. Du kannst sogar jetzt habe ich blutige Hände wegen dir. Klick hier to wake up. Danke. So, hast du jetzt echt Menschenfleisch da draus? Ich krieg Raw Human Feed und Animal Feed. Ekelhaft. Und Bone Fragments. Ja, schon ein bisschen, aber okay. Schlüssel wollte ich mir wieder in die Tasche packen. Und, genau, die Wand. Jetzt kannst du mir mein Messer wiedergeben? Ja. Okay, hab's gedroppt. Ich hab jetzt einen Schädel von dir. Echt? Ich sehe mal wieder nicht, wo es gedroppt ist. Ich hab's eigentlich genau mir vor die Füße geworfen. Aber ich sehe es auch nicht. Bug. Vorhin hing's in der Luft. Komm, wo bist du? Okay, ich hab eine Axt, das reicht mir eigentlich. Damit kann ich die Leute auch umhauen. Das gibt's doch nicht. Essen macht man sich am Lagerfeuer, ja? Ja. Und man zündet sich selbst an. Verdammt. Und dann lege ich da jetzt mal das rohe Menschenfleisch rein. Ja. Braucht das da drin dann, oder? Okay. Und schon wieder durchs Feuer. Information 1 kannst du mir noch machen.
Es muss ja irgendwo wieder rauskommen. Wenn du zwei Bitte was? gleichzeitig reinmachst, geht's nicht. So, gut. Hast du alles dabei? Können wir los? Ich So. gehe jetzt los. Nein, warte, Nein, ich. wir wollen ihn raiden, Junge. Wo ist er denn? Ja, okay. Ich habe aber, ich bin hinter dir. Ich habe aber weder eine Hatchet, ich habe ein bisschen Menschenfleisch, Also, ich habe nicht volles Leben und. Hatchet müsste. Ach, es ist nur einer. Hier ist genügend Eisen drin, um das herzustellen. Ja. Jetzt im Ofen. Hier sind 27 und. Ja, Ach, warte. 47 sind drin. Ich mach dir schnell eine. Ach, du machst? Hatchet, Okay, cool. 100 Wood. Da backt er von links nach rechts. Du standst die ganze Zeit noch da hinten an Nein. der Tür. Hast du dein Messer wieder jetzt? Na toll. Ich hätte dir 50 Bone Junge, das Fragments, sind wenn du doch auch alles möchtest. in der Kiste. So, aber die Ja, dann lege ich die da Hatchet mal gebe ich dir dazu. draußen erst, ne? Nicht, dass ihr wieder irgendwo reinbuggt. Ja. Gut. Ich mache mal noch ein bisschen Ja, mein haben Inventar wir auch leer, gemacht. mein Hammer und Achso, diese da kann ganzen ich teuren nicht. Sachen. Hallo? Alles andere. Warum? Achso, weil da kein Holz mehr drin ist. Hätten da rohes Wolfsfleisch reingemacht? Na egal. Hatchet ist gleich fertig, wir können ja schon mal rausgehen. Wir können ja schon mal das Opfer suchen. Cooked Human Feet. Okay. Ich mach's jetzt einmal. Weil du volle Aber Energie ich kann hast. nichts machen damit. Wie kann ich Hast du volle essen? Energie? Nein, die Energie ist. Nein. Ah. Gleichzeitig. Okay. Ich mache jetzt nichts mehr. Gut. So, Hatchet ist fertig. Warte. Drop. Da. Das war sehr eindeutig. Endlich. Endlich brauche ich keinen Stein mehr. Gut, komm. Jetzt gehen wir hier langsam um den Berg herum. Jetzt wird Yeah, jemand cool. getötet. Liebe Leute, falls es euch Juhu. interessiert, es tut uns wirklich leid, aber wir wollen euch ja auch was bieten hier in dem Let's Player. Also wenn ihr jetzt gerade derjenige seid, wir werden das ja gleich noch bekannt geben, dass wir ein Let's Play gemacht haben. Wenn ihr diejenigen seid, die das dann zufälligerweise gesehen habt, oder die das dann zufälligerweise waren, es tut uns wirklich leid. Nicht? Meldet euch bei uns, ihr kriegt eure Sachen zurück. Nicht. Wenn ihr unsere Channel abonniert. Genau. So, warte mal, ich gucke mal. Gott sei Dank bekomme ich von dem Reh einen Ja. Wolfsschädel. Ja, meine Güte, ne? Ich bin hier. Apropos, wo bist denn du jetzt? Bin Ach, hier da noch, ich unten. suche hier Okay. gerade. Irgendwo hier muss der in der Nähe sein. Ich habe es ja gehört, dieses. Wenn jemand ein Haus baut. Es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ja gut, da hinten ist Ist ja aber ein viel zu kleines Haus. nah. Oder meinst du, dass hier auch noch eins ist? Warte mal, sei mal ruhig. Da hinten bewegt sich Nee, was. nee. Hier hinter dem Berg muss das sein. Das muss hier hinter diesem Berg sein. Ach so. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Warte mal, jetzt kommen wir hierher wieder. Psst, jetzt sei mal ruhig wieder. Oh, Bär. Oh, hau die mal um. Reicht, brauchst du nicht looten. Da muss hier irgendwo was sein. Irgendwo ist hier was. Ich sag's dir, irgendwo hier. Aber wo? Ich hab was gehört, aber ich sehe leider nichts. Das gibt's doch nicht. Boah, das kann doch nicht das kleine Hüttchen da hinten sein. Wieso nicht? Ich Kann finde diesen doch. Seed hier echt wunderschön, ne? Muss ich ja sagen. Gestalterisch echt malerische Landschaft hier. Na, gucken wir uns mal die Hütte an, oder? Auch Hut ab vor den. Auch auf jeden Fall Hut ab vor den Leuten, die den Channel Editor oder den Level Creator Es hat programmiert wirklich haben. lange Zeit gedauert, also dass wir wirklich viel durchleben müssen als Rust-Spieler, ja, bis zu diesem Zeitpunkt. Deswegen habe ich. Warte mal! Steuerung und Schleichen. Kommt von da hinten von dem Haus da.
Okay, dann. Ich weiß können nicht, wir da jetzt übers Wasser? Oder nicht. Ich guck mal, ja, wir rennen übers Wasser. Springen, gedrückt halten. Dann geht die Lunge ab und zu weg. Nee, bist du bei mir nicht mehr angekommen. Du hast keine Lunge. Nee, du musst einfach nur nach oben gucken. Oder so. Ja, sie kommt und geht. Und bleibt bestehen. Keine Ahnung. Ist das wirklich das Haus? Ja, da ist gerade jemand rumgelaufen, wenn mich alles getäuscht hat. Immer was anderes in die Hand. Nein, das wollen wir jetzt nicht sehen. Wo bist du eigentlich? Wasser. Direkt vor dir. Du bist noch hier im Wasser. Ja, keine Ahnung, manchmal sind Sachen nicht angezeigt bei mir. Warte mal. Klopf, klopf. Also warte, funktioniert nicht. Klopf, klopf. Jetzt klopfen wir mal ganz freundlich an. Ja. Yep. Nee, nicht zu doll. Reicht dann irgendwann. Sollst du nicht kaputt machen, also die Tür aufmachen. Obwohl, ich glaube, das macht keiner. Guck mal, hier kannst du auch einfach durch das Fenster rein. Wenn du es richtig schaffst mit dem Sprung. Nein, du der zuerst. Nee, ne? Doch, haha. Schaffst du es noch? Nö. Friend, please. Ich komm nicht rein. Ah, jetzt. Nein! Oh nein, ich hab voll viel Schaden bekommen. Außerdem ist hier hinten eine Tür. Unverriegelt. Ja, ich bin noch da. Ich muss dir noch da? Nur schreiben. Also, Friend. Guck. Aber warum hast du deine Vordertür verriegelt und die Hintertür nicht? Ja, durch die bin ich gerade reingekommen. Okay, Leute, nee, das macht keinen Spaß. Das ist zu langweilig. Guck mal, hier oben hat auch eine Tür, die er verriegeln kann. Ja. Aber dafür die hintere nicht. Animal Fat. Guck mal. Nichts Wichtiges, nicht. Ne? Ja. Nicht das Problem ist, ich habe noch einen Lebenspunkt. Jetzt hat er ihn doch getötet. Oh lol. Nein, er hat meine Wunden dort. Er ist doch gerade weggelaufen, oder? Oh. Okay, dann gehen wir wieder. Aber durch die Hintertür raus, bitte. Okay, liebe Leute. Das war jetzt so nicht geplant. Eigentlich sollte der Poxy nicht töten. Ja, ein bisschen Action muss das sein. Gut, aber ich sehe den Leuchtturm gar nicht mehr. Der müsste doch hier eigentlich sein. Alright, nein, friendly. Der ist viel weiter weg. Warte. It wasn't me. Sorry, my bad. Gut. So, es wird schon wieder dunkel. Ja, jetzt haben wir hier einen geradet. Mehr ist hier leider auch nicht. Ja, ich bin schon wieder. Das heißt. Enjoy. Genieß es. Ich würde jetzt gerne zurückschreiben, aber ich bin jetzt gerade mitten im Schwimmen. Ich würde schreiben: Hey, neighbors. Nein, das muss er dann auch nicht wissen. Wobei, wir haben keine unverschlossene Hintertür. Das Problem ist, wenn wir gleich vom Server gehen, er wird nach Rache sehen. Bist du eigentlich hinter mir? Oder bist du noch auf der anderen Seite? Ach, nein, ich glaube, ich bin vor dir. Also, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg zu unserem Haus. Ja, ich auch. Ich bin ja auch hinter dir. Soll ich mal zuschlagen? Zunk. Ups. Nein, ich habe nur noch einen einzigen Lebenspunkt. Echt? Ja. Und ich möchte nicht so weit laufen, um mich selbst zu looten.
So, danke. Leute, was meint ihr? Ich meine, es wäre schon so ein Genuss, den Pox hinterrücks einmal so zack. Ah. Nein, mache ich natürlich nicht. Heute nicht, beim nächsten Mal. Ja. Hast du ein Glück gehabt gerade? Ich hab mir... Oh, jetzt darfst du mich töten. Nee, warte mal, komm hier runter. Bitte, tu es. Tu es. Hä? Nein! Ich bin tot! Schon wieder war es der Droh. Loot Corps. Oh, cool. Human Skull. Ist das meiner? Warte mal kurz, lass mir mal mein Zeug, bitte. Achso. Nur mal so als. Das ist mir Jacke wie Hose. Ich muss mir angucken, wenn das veröffentlicht wird. Das sieht gerade ein bisschen strange aus, ja? Als ob du als Geist hinter deinem jetzigen Körper stehen würdest und gerade die Sachen alle wieder zurückwerfen würdest und. What the fuck? Au, was war das? Ich hab dich gerecht. Räch mich, Tro! Ich dachte, das wäre ein Geist, und dabei steht der da hinter dir. Alter, hier sind noch mehr. Die kommen hier gerade mit mehreren rein. Bist du das? Oh nein. Ja, ja. Nein! ich bin jetzt auch wieder tot. Ich weiß nicht, wer ist. Was geht hier ab? An. Du bist immer mit drei Typen hier gleichzeitig. Ich weiß nicht, wer ist. Du hast schon wieder einen an dir hängen. Als ob du die Leiche von denen du getötet hast. Als ob das wirklich die Rache wäre. Bist du... Ja, aber also, das bin ich. Ich habe einen Stein in der Hand. Mach die Tür jetzt zu. So, ich mache jetzt die Tür zu hinter mir. Und du tötest den jetzt bitte. So. Ja. Ach, der steht in mir drin. Nein. Geh weg. Was ich meine. Geh weg. So, jetzt ist er tot. Der hatte auch nur einen Stein. Ich glaube, das war ich wirklich selber. Du hast schon wieder einen. Guck mal, was hier abgeht. Der steht in dir drin. Das ist strange. Ich loot mal deine ganzen Sachen. Ne, die sind alle weg. Wo sind die denn hin? Oh nein. Was passiert hier? Schon wieder. Das ist absolut ein Screenshot wert hier gerade, auf jeden Fall. Hilfe. Ja, ich kann deine Sachen nicht mehr looten, geht nicht. Alles so, weg. Es ist... Ja, okay. Ist egal. Mach ich neu. Aber ich hab schon wieder jemand in mir drin. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Was jetzt? Jetzt backt er da oben rum. Guck mal, was hier jetzt Leichen rumliegen. Stop looting because... Nein, in mich. Danke, ich war gerade am Schreiben. Okay, mal gucken. Bist du jetzt alleine? Nein. Ach so, ich kann nicht mehr rein jetzt. Kein Schlüssel mehr. Wie, ich bin nicht tot. Keine Ahnung. Wieso? Okay. Schlüssel konnte ich noch looten. Okay. Möchtest du mir trotzdem die Tür aufmachen? Meine Sachen sind alle weg. Ja, ich kann ja jetzt zum Glück noch die Tür aufmachen, weil ich den Schlüssel noch schnappen konnte. Puh, Gott sei Dank.
Ja, ich würd sagen, also mit diesen. Achso, ich habe keinen Schlüssel mehr, du musst jetzt die Tür zumachen, bitte. War das der. Ja. Warte mal, wie hieß denn der? War das der Rex-sized Rowdy? Nee, ach, hast du noch Metal Fragments? Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, nee, den Aaron hatte ich jetzt nicht gesehen. Ich hätte jetzt nur gedacht, vielleicht ist es der, den wir vorhin aus Versehen getötet haben. So von wegen. Ja. So, also hier waren noch in einer Leiche ein paar Metal Fragments drin. Ein Rock. Und hier ist. Ja, den braucht keiner. Okay, liebe Leute, tja. Gut, das Ende war jetzt nicht ganz so schön. Ihr habt aber auch mal einen Bug gesehen. Wie man sich da reinbacken kann. Zum Glück habe ich noch einen Schlüssel. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt noch einen neuen Ersatzschlüssel machen? Ja, kann ich eigentlich, ne? Aber dafür brauche ich erstmal die ganzen Sachen. Ey, der hat ja auch eine Mauer einfach so gezogen. Hä? Der hat hier eine Mauer vor dem Furnace gezogen. Jetzt geht's aber rund hier. Die Mauer tatsächlich. Muss weg. Die Mauer ist weg. Oh, guck mal, hier liegen Hazmat Boots. Meine Sache. Hier hinten. Gloves. Warte, ich geb sie dir. Drop. Und drop. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Ich hab wieder Sachen, aber meine Hatchet ist nicht dabei, ne? Nein, das ist gerade so durch Zufall hier auf dem Boden gespawnt. Also ich hab's durch Zufall gesehen. Schade. Gut, allerdings, ja, das okay. Das war dann unsere Rust-Expedition. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder neue Updates gibt zu Rust. Ja, wahrscheinlich werden wir dann wieder von Null anfangen. Aber bis dahin möchte ich mit freundlichen Grüßen verbleiben und sage, ich bin euer Tro. Tschö, tschö. Ja, ich bin euer nackter Pox mit Penis. Oh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.